Wir sind hier im Stadtsenatssaal des Wiener Rathauses, umringt von Gemälden ehemaliger Wiener Bürgermeister. Und hier hat es heute auch den Festakt gegeben. Im Rahmen der Landeshauptleute-Konferenz hat der aktuelle Leiter, das ist Michael Ludwig, der Landeshauptmann von Wien bzw. Bürgermeister von Wien, den Staffelstab, nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich einen Staffelstab, weitergereicht an Hans-Peter Doskozil, den Landeshauptmann des Burgenlands. Er übernimmt für die nächsten 6 Monate die Leitung der Landeshauptleute-Konferenz. Michael Ludwig hat in seiner Rede noch einmal betont, wie wichtig der Föderalismus ist, wie wichtig die Zusammenarbeit ist und dass man eben nicht vergessen darf, dass Entscheidungen, die im Bund getroffen sind, nicht nur die Länden, sondern in weiterer Folge dann natürlich auch die Gemeinden betreffen und gerade die Landeshauptleute-Konferenz sei eben so wichtig, um da eben Synergien zu schaffen, sozusagen neben dem Bund auch noch auf Regierungsebene miteinander kommunizieren zu können. Auch Hans-Peter Doskozil hat noch einmal betont, wie wichtig die Landeshauptleute-Konferenz ist und wie sehr er sich geehrt fühlt, hier den Staffelstab im ersten Sinne des Wortes übernehmen zu dürfen. Im Rahmen des Festakts hat es übrigens auch den Auftritt von Alma Deutscher gegeben. Keine Deutsche, sondern eigentlich eine Wienerin, zarte 17 Jahre alt. Und sie hat sogar eine eigene Oper komponiert, die wird bald ihre Uraufführung erleben. Und wir durften hier sozusagen schon ein bisschen hineinhorchen. Was es allerdings nicht gegeben hat, viele Journalisten haben darauf gewartet, zumindest ein paar Fragen stellen zu dürfen. Zu diesen Fragen ist es nicht gekommen. Direkt nach dem Festakt sind Michael Ludwig und Hans-Peter Doskozil direkt wieder in den Gängen des Wiener Rathauses verschwunden, wo ihnen die Journalisten nicht folgen konnten. Ja, zuerst möchte ich meiner Freude zum Ausdruck bringen, dass mit Alma Deutscher, eine wirklich großartige junge Künstlerin, die Veranstaltung eingeleitet hat. Wir fühlen uns in Wien ja nicht nur als eine Kulturstadt, sondern vor allem auch eine Stadt, die jungen Menschen Lebenschancen eröffnet. Und da ist Alma Deutscher wirklich ein ganz herausragendes und besonderes Beispiel. Und ich freue mich bei jeder Gelegenheit, wenn sie bei uns in Wien auftritt. Ich möchte mich aber am Beginn ganz herzlich bei Corinna Schumann, der scheidenden Präsidentin des Bundesrates, bedanken, denn das war eine sehr kompetente, auch objektiv geführte Vorsitzführung im Bundesrat. Und wie du richtig erwähnt hast, lasse ich keine Gelegenheit vorübergehen, auch die Bedeutung des Bundesrates herauszustreichen, denn so wie viele meiner Amtsvorgänger war auch ich im Bundesrat und weiß deshalb die Qualität und die Tätigkeit der Mitglieder des Bundesrates auch besonders zu schätzen. Es ist schon angesprochen worden, der Föderalismus ist eine der tragenden Säulen der Zweiten Republik. Viele andere Länder beneiden uns um diese Form des Föderalismus. Es gibt viele Delegationen, die zu uns kommen, um sich anzuschauen, wie kann man bürgernahe Politik betreiben, eine möglichst nahe am Bürger orientierte politische Entscheidungskultur. Und da ist der Föderalismus in Österreich, an dem man immer Verbesserungen vornehmen kann. Also diese Einschränkung muss auch ich vornehmen. Aber prinzipiell von der Grundausrichtung etwas ganz Wichtiges. Und Corinna, du hast ja eine ganze Reihe von Veranstaltungen auch als Vorsitzender des Bundesrates gemacht. Eine ganz besonders habe ich in Erinnerung, wo es auch um die Regionalentwicklung gegangen ist, um die Bedeutung von Städten, aber auch um die Bedeutung von Regionen in Österreich und auch in Europa. Und ich war in meiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz auch in Brüssel, um dort auch mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments zu reden, Roberta Metsola, und dem Vizepräsidenten, dem ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Franz Timmermann, wo es darum gegangen ist, welchen Beitrag, und da bin ich jetzt auch bei der konkreten Frage, können wir leisten, um die großen Herausforderungen abzudecken. Das war mit der Präsidentin die Hilfe, die wir für die Ukraine gegeben haben, alle Bundesländer in Österreich gemeinsam. Da waren wir auch in Europa eine der ersten, die sehr schnell Hilfe auf den Weg gebracht haben. Und ich habe dort auch in Abstimmung mit den anderen Landeshauptleuten auch weitere Unterstützungen in diesem Bereich auch anbieten und ankündigen können. Und mit Franz Timmermans vor allem auch unsere Rolle, die wir im sogenannten Green Deal in der Europäischen Union spielen können. Auch hier sind österreichische Bundesländer sehr stark unterwegs. Ich darf für Wien in Anspruch nehmen, dass wir in vielen auch technologischen Entwicklungen im Bereich Maßnahmen gegen den Klimawandel Vorreiter sind. Als Beispiel sage ich immer mit Stolz, wenn sogar der deutsche Wirtschaftsminister Habeck nach einem Besuch in Österreich sagt, das Beeindruckendste war die Wärmepumpe in Simmering, der EBS und der Wienenergie, weil das würde er sich für deutsche Städte auch wünschen. Dann sage ich, als gelernter Österreicher und Wiener, da freut man sich besonders.
Und von daher wollen wir da auch unsere Leistungen weiter einbringen. Und der Bundesrat ist, wenn man so will, auch das parlamentarische Organ, das ganz stark auch in den europäischen Entscheidungsstrukturen mit eingebunden ist. Und das ist auch gut und richtig so. Aber neben dem Bundesrat ist die Landeshauptleutekonferenz, wenn man so will, die Organisation der Bundesländer auf Regierungsebene. Das ist in keiner Bundesverfassung, also nicht in der Bundesverfassung festgelegt und auch sonst nicht in gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Trotzdem ist es deshalb so ein wichtiges Gremium, weil dort einstimmig über Parteigrenzen, Bundesländergrenzen hinweg Beschlüsse getroffen werden, die vor allem für die Menschen von großer Relevanz sind. Wir brauchen da oft länger, um solche Entscheidungen herbeizuführen, aber am Ziel ist immer ein einstimmiger Beschluss. Und wenn jetzt viele Politikerinnen und Politiker und auch Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu Recht das politische Klima in Österreich beklagen, dann ist die Landeshauptleutekonferenz eine der stabilen Faktoren in dieser oft sehr schwierigen politischen Kommunikationsstruktur, in der wir uns in Österreich befinden. Und wir haben auch Entscheidungen getroffen, auch gegenüber der EU, viele Anregungen gemacht, auch im Rahmen des Green Deal, unterstützende Maßnahmen, aber auch kritische Anmerkungen, wo wir glauben, dass wir aufgrund unserer Kompetenz auch innerhalb der Europäischen Union maßgebliche Veränderungsschritte einleiten können. Und von daher freue ich mich, dass das in unserer Vorsitzführung gut funktioniert hat. Bin überzeugt, dass das auch unter der Vorsitzführung des Burgenlandes so sein wird. Denn wir haben gemeinsam schwierige Zeiten zu bewältigen. Vieles haben wir ja schon übernommen von den Vorgängerbundesländern, also zum Beispiel die Corona-Krise, die noch nicht abgeschlossen ist, die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen, der Krieg in der Ukraine durch die russische Aggression und die stark steigenden Energiepreise und die Inflation, die alle Lebensbereiche umfassen. Und darauf werden wir auch entsprechend reagieren. Vieles haben wir in den Bundesländern gemacht, auch bei uns in Wien, zusätzliche Energieunterstützung, vieles andere mehr. Aber es kommt jetzt der Finanzausgleich auf uns zu. Und wir haben eine erste Auftaktveranstaltung gehabt, gemeinsam mit den Mitgliedern der Bundesregierung, die Landeshauptleute, aber auch Gemeinde- und Städtebund. Ich darf ja als Präsident des Städtebundes auch die größeren Gemeinden in Österreich vertreten. Und wir haben dort drei Themenbereiche festgelegt, die wir auch in Arbeitsgruppen bearbeiten wollen. Das ist Gesundheit, das ist Pflege und eine dritte Gruppe, allgemeiner Finanzausgleich, wo wir uns mit Bildung, aber auch mit Maßnahmen gegen den Klimawandel und die damit verbundene Finanzierung beschäftigen wollen. Und das sind deshalb große Themen, weil sich auch in den letzten Jahren, seit dem letzten Finanzausgleich, viele demografische, aber auch regionale Unterschiede ergeben haben, auf die wir reagieren müssen. Und es ist mir ein großes Anliegen gewesen, auch in meiner Vorsitzführung, den Bund, insbesondere den Finanzminister, darauf hinzuweisen, dass Veränderungen auf Bundesebene auch finanzielle Auswirkungen für die Länder und für die Gemeinden haben. Beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression trifft natürlich auch die Budgets der Länder, der Gemeinden. Oder wenn jetzt auch der Finanzminister ankündigt, eine Veränderung im Bereich der Grunderwerbssteuer, trifft es die Länder, aber noch viel stärker die Gemeinden. Da muss der Finanzausgleich darauf reagieren. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das unter der Vorsitzführung des Burgenlandes auch so geschehen wird. Wir haben ja im Bereich der Landeshauptleute ein Verhandlungsteam beschlossen, das aus den Landeshauptleuten Wallner und Stelzer besteht, also Vorarlberg und Oberösterreich, und aus uns beiden. Und ich bin überzeugt, dass wir da eine ganz starke Stimme sein werden, der Länder, aber auch der Gemeinden, dass wir im kommenden Finanzausgleich die Interessen der Menschen in unseren Bundesländern auch entsprechend vertreten werden. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf diese weiterhin gute Zusammenarbeit und wünsche dir, lieber Hans-Peter, in der Vorsitzführung viel Fingerspitzengefühl und die Möglichkeit, koordiniert mit allen anderen Landeshauptleuten hier eine starke Stimme der Bundesländer darzustellen. Danke.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an den Landeshauptmann von Wien. Ja, das sind immer wieder auch Begriffe wie Stabilität, Kontinuität gefallen. Die Themen werden sich natürlich nicht großartig ändern in der Weltengefüge, aber trotzdem, das Burgenland setzt einen Schwerpunkt. Es ist Ihr erster Vorsitz als Landeshauptmann des Burgenlandes in dem Gremium der Landeshauptleutekonferenz. Welche Schwerpunkte haben Sie sich vorgenommen und vielleicht auch noch ein paar Takte, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ein paar Worte zum Thema des Mottos Sicherheit in bewegten Zeiten. Bitte schön. Ja, danke schön zunächst. Danke schön auch für die Gastfreundschaft hier im Rathaus in diesem tollen Ambiente mit einer wirklich exzellenten, beneidenswerten Künstlerin, die hier aufgetreten ist. Man darf nicht vergessen, ich glaube, es ist richtig, es war eine Eigenkomposition, die wir zu Beginn gehört haben. Das ist für eine 17-jährige Künstlerin ganz was Besonderes. Kann man nicht nur der Künstlerin, sondern auch Wien gratulieren als Standort für Kunst und Kultur. Ich möchte vielleicht den Anlass wahrnehmen, ein bisschen weiter zurückzublicken. Es ist zwar das erste Mal, meine Rolle als Landeshauptmann den Vorsitz zu übernehmen. Ich habe aber schon, glaube ich, mehr als 14, 15 Jahre irgendwo Kontakt hin zu dieser Landeshauptleutekonferenz. Ich war damals als Mitarbeiter des Landeshauptmanns Nissel immer wieder dabei und als ehrfürchtiger Mitarbeiter. Damals war das für mich eine Runde, und wenn man sich in der Politik und für Politik interessiert, doch eine Runde von Politikern, die jenseits der Parteigrenzen sich auf Themen verständigt haben, wo es natürlich klar war, dass man von verschiedenen Hintergründen mit verschiedenen Schwerpunkten, mit anderen Gewichtungen aufeinander zugeht. Aber jedem war immer gleich klar, wir sind für das Gleiche verantwortlich. Wir sind in den Ländern mit den gleichen Kompetenzen ausgestattet, und oberstes Ziel ist es, in den Ländern für die Bevölkerung die richtigen und wichtigen Maßnahmen umzusetzen. Und im Bewusstsein dessen, in diesem Bewusstsein dessen ist es immer gelungen, fair miteinander umzugehen, auf Augenhöhe miteinander umzugehen, ein exzellentes Gesprächsklima auch im Kreise der Landeshauptleute zu haben. Da sind auch Freundschaften entstanden und in weiterer Folge auch immer eine Einstimmigkeit in wichtigen Themen herbeizuführen. Und eines hat die Landeshauptleute immer geeint. Das war der Blick des Bundes auf unsere Kompetenzen. Das hat die Landeshauptleute immer geeint. Das schweißt uns auch zusammen, weil wir ganz einfach nicht nur im Gremium, sondern da bin ich auch persönlich zutiefst davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, dass gewisse Dinge in den Ländern vor Ort regional bei den Menschen erledigt werden. Das ist die beste Form der Vollziehung. Man braucht nur schauen, was passiert in einem Zentralstaat. Wir sind ja teilweise auch von einem Zentralstaat oder von Zentralstaaten umgeben. Man braucht nur in diese Staaten, ohne sie zu nennen, blicken und sieht, was passiert vor Ort in den Städten, in den Kommunen, in den Gemeinden. Wo wird die Entscheidung getroffen und wie lang sind die Entscheidungswege? Und dass es da natürlich Unterschiede gibt in der Schwerpunktsetzung, auch in der Art und Weise, wie man Themen beurteilt, wie man an die Sache herangeht, das ist ganz normal. Es ist heute höchstwahrscheinlich die Antwort auf die Pflegesituation im Burgenland aufgrund der geografischen, aufgrund der Bevölkerungsdichte, aufgrund der Struktur der Ortschaften, der Gemeinden, der Städte eine andere wie in Wien. Es ist die Herausforderung, medizinische Versorgung in der Fläche wohnortnah sicherzustellen. Eine andere wie in Wien. Aber was uns eint, ist ganz einfach der Faktor und der Umstand, dass wir es leisten müssen, dass die Bevölkerung im Burgenland sowohl und in Wien ebenso den gleichen Zugang zu entsprechender Pflege, zu Bildung, zu Medizin hat. Das ist unsere Aufgabe. Und so soll ich es auch für diese nächsten 6 Monate nicht jetzt in eine Rolle zu schlüpfen, zu sagen, was ist wichtig, was ist generell zu machen. Das muss jeder für sich im Land beantworten, welche Antworten wirklich spezifisch für die Bevölkerung des jeweiligen Landes am besten sind.
aber zu organisieren, zu koordinieren zwischen den Ländern, dieses Gemeinsame weiter zu beleben, das ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen bei aller politischen Diskussion ein ganz wesentlicher Faktor der Stabilität. Und auch gemeinsam, wie schon gesagt wurde, mit dem Bundesrat, der ja in verfassungsrechtlicher Hinsicht unser Vertreter im Bereich der Gesetzgebung ist, realpolitisch sind wir im Kreise der Landeshauptleutekonferenz sicherlich ein gewisser Faktor, aber im Zusammenspiel mit dieser Institution und wichtigen Institution Bundesrat, Landeshauptleutekonferenz, hier die Interessen der Länder zu vertreten, das sind für die Zukunft gesehen nicht nur die Interessen der Länder, das sind die Interessen unserer Bevölkerung. Und dafür sind wir gewählt, dafür haben wir diese Funktionen. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe, wenn man sagt, wie ist unser Zugang zu der Thematik? Inhaltlich wurde es schon gesagt, inhaltlich wird sich sehr viel um den Finanzausgleich drehen. Ein wesentliches Instrumentarium für die Zukunft, wenn es darum geht, wie finanzieren wir auch all diese Herausforderungen und diese Themenstellungen. Und aus meiner Sicht, in meiner Beurteilung, ist wirklich der wichtigste Aspekt, mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig sicherzustellen, wie können wir das Thema Gesundheit, Ärztemangel, medizinische Versorgung auch so sicherstellen, dass sich jeder in Österreich, egal ob er in Vorarlberg, in Wien oder in Burgenland lebt, der heute auch entsprechend seine Kassenbeiträge zahlt, sich sicher ist, dass er die medizinische Leistung zeitnah, wohnortnah bekommt, die er sich erwartet. Das ist derzeit, können wir viel darüber diskutieren, mit Sicherheit nicht lückenlos gegeben. Stichwort Zweiklassenmedizin. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Herausforderung, ganz abgesehen von den Auswirkungen des Krieges, den Nachwirkungen der Pandemie, mittelfristig die wichtigste Herausforderung, weil es nicht nur darum geht, diese Systematik und dieses System zu finanzieren, sondern es auch darum geht, Strukturen zu hinterfragen. Und dann wird es natürlich schwierig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist gerade dann die Geschlossenheit der Länder gefordert. Und das hoffe ich, dass wir das leben werden. In diesem Sinne sage ich auch recht herzlichen Dank. Und vor allem dir, lieber Michael, Dankeschön für deine besondere Vorsitzführung der letzten sechs Monate. Auch das ist ein Garant und ist eine Art, wie man die Länder vereint, wie man Meinungsbildung macht im Sinne der Länder, im Sinne der Bevölkerung. Lieber Michael, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank dem Landeshauptmann des Burgenlandes und ich mache hier jetzt den Platz frei, sehr geehrter Landeshauptmann aus dem Burgenland, sehr geehrter Herr Landeshauptmann aus Wien, die feierliche Taktstockübergabe und damit als Zeichen für die Vorsitzführung von Wien an das Burgenland erfolgt hiermit. Staffelholz. Staffel funktioniert immer dann gut, wenn die Mitspieler gut aufeinander aufbieten. Staffelholz. Pardon, das war mein Irrtum. Es bleibt also sportlich. Nächsten sechs Monate also der Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz im Burgenland. Und ein herzliches Dankeschön an beide Landeshauptleute.